Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es gibt eine weitere Folge The Last of Us. Boah, du, letzte Folge sind wir aus dem Horror raus, aus dem Horrorkrankenhaus. Wir haben das medizinische Besteck gekriegt und wir haben. Oh, Alter. Suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Mir nach. So. Wo ich stehen geblieben, wo ich unterbrochen worden bin? Ja, ein riesen Klumpen Fleisch mit mehreren Dingen haben wir besiegt. Willst du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen. Okay. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ah, mein jüngeres ist. Nicht meins. Ihrs. Die Fireflies. Das ist doch jetzt hier. Ah, genau.
sie nicht mit dir kommen. Ich kann sie überzeugen. Wir haben die Ringe gebrochen. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Schön. Fuck. Abby? Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Oh, sie hat's rausgekriegt. Oder auch nicht, dass sie mit Owen. Naja. Ihr wisst schon. Lev! Lev, oder auch nicht. Komm bitte nicht. Zurück! Komisch. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Hörst du das? Lev! Okay, ich komme nicht mehr zurück. Oh Mann, das Spiel erschreckt mich jedes Mal. Okay. Oh, quietsch, quietsch. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holz, Mädchen.
wie meiner. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Wenn ich das so sehe, wie... Am Anfang habe ich gedacht, ja, mit den Hunden, ja. Ich hasse Hunde, mit den Spielen so. Aber so, wenn sie jetzt das kennenlernt. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich bin selber Hundbesitzer und so. Das erinnert sich mich an uns, also meinen. Ich habe keinen Schäferhund, aber ich habe Malteser, aber der ist genauso verspielt. Das ist gerade neben mir. Warte. Komm. Rückwitschi. So, reicht jetzt. Es reicht. Entweder, wer möchte das Spiel, weil wir haben ja den umgebracht. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Ja, genau. Das Spiel, dass wir uns mit dem Hund verbinden oder so. Also so. Jo. Ja, ich gehe schon. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mama überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Armes Kind. Nee. Warte mal, habe ich das richtig verstanden? Er hat sich geoutet. Oder? Und der hat gerade gesagt, er wird... Die Frau? Hä? Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben.
So weit. Ja. Gut. Warte. Okay, komm ich nicht rein, probier. Ich spring mal runter. Also da hat sich geoutet, da ist halt... Hier muss es noch irgendwas geben. Ist ja keine Krankheit. Ne? Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Ich denke mal, es wird mal jetzt eine ruhige Serie. Also, Folge, meinte ich. Ja, letzte Folge war ja ganz schön aufregend. Und jetzt können wir ruhig mal ein bisschen ruhiger. Ja. Ist auch die Geschichte von dem Spiel und so. Finde ich so nicht schlecht. Ich musste mich erstmal an Abby... erstmal dran gewöhnen, weil die ganze Zeit ja mit... Was hätte ich denn schon vergessen? Oh, Fisch. Hi. Genau. Der mag da ja. Drehen. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also... du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby, wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja. Indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen.
Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Oh Mann, es wird kompliziert zwischen Owen und Abby. Nutzen Wolves diesen Ort? Wir legen ein paar unserer Boote. Okay. Oh Mann. Gut, dann retten wir den. Gott, mal das Auge juckt. Oh Scheiße, das hat jetzt nichts gesehen. Uha. Komm, wir springen in den Baum. Warte mal. Nee, da geht's ja nicht lang. Jetzt müsste ich... Keine Ahnung. Zeig mir, wo ich hin muss. Ja. Oh oh. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Vorsichtig. Ich denke mal, wenn die, sagen wir, ihren, ich vergleiche das jetzt gerade Gedanken, ihr habt jetzt, wenn die mit ihr Stumpf irgendwo dagegen kommen, das ist genauso, wenn man sich mal den Finger gequetscht hat oder Finger nachher zu weit abgeschnitten hat, man kommt immer dagegen. Es tut immer weh und denke ich mal, so ist das so. Ich weiß nicht, ob das mir jetzt folgen könnte, so. Manchmal solche Gedankengänge, da verstehe nur ich. Wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Also, mir danken. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja. Okay. Ja. Wir sagen jetzt, im Gedanken hört sich das immer lustig an, aber wenn man das laut ausspricht, ist doch nicht mehr so lustig. Wie war ich jetzt? Wenn ich jetzt irgendwas noch 82. Seit wann kriege ich? Ich habe schon nicht mal gebrochen. Was das? Stabil. Erhöhte Zielgenauigkeit. Vielleicht ist das besser. Was ist das? Warum Jagdpistole? Das hat bestimmt irgendwas. Kann ich Munition fertigen? Aber das bringt ja nichts. Oder? Was haben wir da? Eine Bombe. Oh. Warte mal, machen wir das hier. Und vielleicht Munition für Jagdpistole. Gut, ich habe nicht einmal geschossen. Ja, wir Lebensträger. Und was haben wir hier? Ach komm, wir gehen mal jetzt aus. Wir müssen das sowieso ausgeben. Achso, ich habe da noch eine, oder? Ah ne, das ist dasselbe, okay. Ja, was? Ich kann mal was bauen. Genau. Halt. Da war doch was. War da was? Nee, okay. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Lass uns außen rumgehen. Okay, außen rum, Alter.
hier lang, oder was? Ja. Hier runter. Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Muss man nachladen. Abby! Ja. Hier drüben. Wo? Müssen wir nicht hier lang? Wir müssen da hier lang. Muss die hier sehen. Okay. Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, oder? Yara. Ah, ist alle beide? Nee. Okay. Weiter, wo noch was? Da. Dann schauen wir hier rein. Vielleicht haben wir dann was? Nee. Bitte? Auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. So, wir sind am Ende einer Folge. Die Zeit geht ja rum. Ich meine, die Folge war nicht actionreich, aber wie soll ich sagen, war ruhig, aber hat die Geschichte erzählt. Also zwischen Abby und Owen ist kompliziert. Die zwei lieben sich. Sieht man. Und der andere ist ja eifersüchtig. Oder ahnt was. Na gut, okay, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus zu dir. Tschüss.